Hallo und herzlich willkommen auf nrender.de. Wir wollen uns in diesem Video anschauen, was denn eigentlich die Ableitung ist. Die Ableitung ist ein ganz, ganz wichtiger Begriff in der Mathematik. Und letztendlich geht es darum, zu schauen, wenn man eine Funktion f von x hat, wie denn die Steigung dieser Funktion in einem Punkt ist. Also zum Beispiel in unserem Punkt 0, 1. Wir wollen jetzt also herausfinden, wie steil ist die Funktion an dieser Stelle 0, 1. Nun, das ist schwierig, weil eigentlich hat man ja immer bei Steigung herausfinden zwei Punkte. Zum Beispiel bei Geraden hat man zwei Punkte genommen und dann mit Hilfe der Steigungsformel dann diese Steigung berechnet. Hier haben wir nur einen Punkt, das ist schwierig, deswegen für die erste Näherung dieser Steigung müssen wir jetzt erst noch einen zweiten Punkt finden, dass wir dann erstmal mit Hilfe dieser Steigungsformel eine Näherung bekommen. Nehmen wir einfach mal hier diesen Punkt B, etwas weiter rechts des ersten Punktes. Der hat die Koordinaten 1, 2, 3, 4, 5. In x-Richtung und nach oben hat er die Koordinaten 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jetzt haben wir zwei Punkte. Und jetzt können wir mit Hilfe der Formel, die ihr hoffentlich noch aus der 7. oder 8. Klasse kennt, herausfinden, y2 minus y1 durch x2 minus x1. Nun, was ist das? y2 ist 6 minus 1. x2 5 minus x1 0. Oben steht 5, 6 minus 1 und 5 minus 0 auch 5. 5 durch 5 ist 1. Das heißt, die erste Näherung, die wir haben, ist, dass die Steigung 1 ist. Nun, was ist das geometrisch? Das ist gerade die Steigung, wenn wir hier eine Gerade durch diese zwei Punkte ziehen würden. Nun, ihr seht schon, diese Gerade, die wir jetzt hier bestimmt haben, ist wesentlich flacher, als eigentlich die Steigung an diesem Punkt 0,1 ist. Das heißt, es ist noch keine zufriedenstellende Näherung. Wir brauchen da was Besseres. Und dafür gibt es die sogenannte Tangente. Kennt vielleicht Tangenten von Kreisen, aber es gibt auch Tangenten von Funktionen. Dafür legt man das Geodreieck so an, dass wir genau an der Stelle, wo wir die Steigung bestimmen wollen, so dass es gerade die Funktion da berührt. Ja, daher auch der Begriff Tangente. Und nun können wir die Steigung dieser Tangente bestimmen. Das machen wir mit Hilfe des Steigungsdreiecks. Das heißt, wir müssen jetzt hier ein rechtwinkliges Dreieck einzeichnen, sodass wir dann mit Hilfe des Merksatzes Aufstieg durch Fortschritt die Steigung dieser Geraden bestimmen können. Wie man das Steigungsdreieck hineinzeichnet, ist egal. Man kann es auch ganz klein zeichnen, ganz groß zeichnen. Ich würde empfehlen, es möglichst groß zu zeichnen, dann hat man nämlich nicht so große Probleme beim Abzählen und genaue Ergebnisse am Ende. Das heißt, die Tangente hat dann die Steigung mt. Man kann sich das merken mit Aufstieg durch Fortschritt. Nun, was ist hier der Aufstieg in diesem Dreieck? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nochmal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Geteilt durch den Fortschritt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also 9 Sechstel oder 3 Halbe oder 1,5. Das heißt, die steigende Tangente ist, hier haben wir jetzt geometrisch rausgefunden, 1,5. Und nun, das ist eigentlich die sogenannte Ableitung. Nämlich, da können wir uns merken, die Ableitung der Funktion f von x an der Stelle 0 ist ganz genau einfach diese steigende Tangente. Man schreibt auch dafür für diese Ableitung f', also ein senkrechter Strich von x. Und das bestimmt man einfach, indem man die Steigung der Tangente bestimmt, mt. In unserem Beispiel haben wir also die Steigung an der Stelle 0, x-Stelle 0, herausgefunden als mt, nämlich gerade 1,5. Man sagt, die Ableitung der Funktion f von x an der Stelle 0 hat gerade den Wert 1,5. So kann man es auch beliebig an anderen Punkten, zum Beispiel hier oben an 5, 6 können wir hier eine Tangente anzeichnen
oder hier unten, in jedem Punkt, den man möchte, und dann mit Hilfe des Steigungsdreiecks dann die Ableitung an diesem Punkt bestimmen. Dankeschön.